Servus zur ersten Folge After Eppelsbach, also zugleich auch zur ersten Folge am neuen Story-Projekt, wie angekündigt im letzten Video, wo wir mit dem Case auf der Thüringer Höhe gackert haben, dass ich da gefragt habe, wann Eppelsbach V2 rauskommt, ist ziemlich bald drauf rausgekommen, haben wir auch völlig geschrieben, dass es rausgekommen ist, vielen Dank dafür. Und ja, das ist jetzt ein neues Story-Projekt. Falls es aber euch noch mehr fragt und es noch nicht am neuesten Stand hat, warum wir jetzt nicht mehr Oellerbach Story-Projekt, sondern Eppelsbach, schaut euch das vorletzte Video, also das vorm Acker mit dem Case, da habe ich ein Info-Video gemacht, wo ich alles erkläre, warum Oellerbach nicht mehr und jetzt Eppelsbach. Und heute habe ich mir vorgestellt, machen wir eine Hofführung und ich zeige euch meine Wiesen und Felder, Maschinen und einen Hof. Und dann gleich mal so da, wir haben jetzt den Hof übernommen. Der Bauer hat letztes Jahr nach der Ernte einfach aufgehört, hat nichts mehr gemacht. Also nicht wundern, warum auf die Felder Unkraut und so ist, weil der hat einfach über den Winter nichts mehr gemacht. Seit August halt, wo die Ernte immer war, nichts mehr gemacht. Wir haben den Hof übernommen. Und genau, da zeigen wir euch jetzt einmal die Maschinen. Haben wir da gleich beim ersten. Beim 714er Favorit Vario, noch alter Vario, also von der ersten Generation, hat ganz normale 140 PS, ist von die PS her, ist auch jetzt mal der mittlere Bullock, aber da hat die fast sagen der größte, weil er einfach 6 Zylinder und halt mehr wiegt, aber die anderen Bullock zeigt gleich, da würde man sagen, das ist unser größter Bullock. Dann gehen wir weiter zu der Halter. Da stehen ja unsere ganzen Bodenbearbeitungsmaschinen drin. Da haben wir einmal den Querneland EG herin. EG 85 ist das, ein Vierschorer Querneland Flow eben. Langt für die Flächen, die wird es jetzt dann eh bald sehen, wird es vollkommen außer Vierschorer. Und mir gefällt halt der saugut, der Querneland Vierschorer Flow. Dann gehen wir zu unserem Grupper. Ist jetzt auch nichts so groß. Das ist ein Lemken Smaragd, 2,5 Meter Gruppe. Langt aber wirklich, wie gesagt, vollkommen für die ganzen Flächen aus. Also da fällt sich gar nichts. Und von daher wird da auch nichts Größeres kommen. Vielleicht einmal, da haben wir uns was ausleiert. Das ist aber eigentlich langt der. Dann gehen wir da weiter zur Mais-Kombi. Da haben wir vorne eine Rabe, 3 Meter Kreislecken drauf. Und hinten ein Amazon 4-Reiher Mais-Samerski. Ist eine saugute Kombination, die haut super hin. Da kann man sich echt nicht beschweren. Dann gehen wir zum normalen Samerski. Das ist ein Kombi, einmal hinten Böttinger Vizasem 302 ADD in Kombination mit der Lion 3002. Beides 3 Meter Sachen, wenn man sagt, wir haben von dem Samerski 3 Meter, 2,5 Meter und der glaube ich hat 2 Meter so. Aber langt wirklich für diese Flächen vollkommen aus. Das zu der Hall. Dann da unser Kostall. Wir haben 45 Fächer. Davor haben 2 Stier und die restlichen 43 haben Kay. Dann schauen wir mal da noch schnell um, weil da noch unser Mistwagen steht. Mistwagen sage ich schon. Unser Mischwagen. So. Das ist ein RMH Mixel 141, kriegt 14 Kubik, weil da steht einer. Zum Frontladerbefüllung hat der, aber das haut schon hin. Wir haben nämlich unten unsere zwei Frontlader-Bullocks, da ist immer einer frei, da haut das schon hin. Dann da eben nur der Kostall. Dann schau ich jetzt bloß schon ums Eck nochmal. Da ist nämlich nur die Wasserpumpen. Man schaut wieder, man hört eh schon suchen. Da ist eben ein Wasserpumpen, dass die immer Wasser haben da herum. Da ist der Milchtank. Und ja. Da ist eben so eine kleine Weide, die geht bis dahinter zur Straße. Und da oben bis zur Hall. Springen wir schon drüber. Kann ich euch gleich sagen. Da oben bis zur Hall. Warum ist die Hall auch hinten ein wenig dreckiger dabei seitlich, wenn man sagt. Aber das ist einfach unvermeidbar. Dann da unser Gülligraum. Kann man da eben aussehen. Oder? Und da steht jetzt noch ein Dreieck umeinander.
der Schlauchhalter für den Schlauch, wenn wir da Gülle rausfahren, den haben wir jetzt da gekriegt. Und der Besen für unsere Schaufel, den kann man da, wenn man es schaut, einklemmen. Und dann wischt man da einmal durch. Und dann passt es. Dann schauen wir jetzt mal in die Teehalle, ne? Da steht als Mauerwerk, wenn man Gleisektorin. Also ein Böttinger Kombi. Vorn, wenn man da lesen kann, als Novacat 260. Und hinten, was jetzt gar nicht genau, weil es heißt, ist glaube ich, hat aber glaube ich so 3,5 Meter, 3 Meter als Mauerwerk. Da oben hat unser Heuboden. Und halt Stroh. Da ist es Stroh, da ist es Heu. Das heißt, wenn man da gut ausholt und ein wenig hinten vor, kann man es da auflegen und rollt es um mit der Hand halt dementsprechend an die Stelle hin. Das heißt, den rollerst du halt jetzt da ungefähr so her, fast mit dem Bullock hinnimmst und da hast du unten im Stall. Im Stall oder im Mischschein. Das ist eben unser einzigster Vorrat von Heu und Stroh. Schauen wir mal da raus. Der Hof ist eben, hat 2000 sozusagen. Da geht es jetzt dann ganz schön runter. Und da ziemlich eng an der Güllegraben vorbei, wenn man jetzt dann gleich sehen wird. Da. Geht es gleich da rein und haben eh gleich schon zwei Maschinen wieder da. Können wir gleich weiter schauen. Das ist unser zweiter Schlepper, unser neuester. Also, der ist jetzt neu. Der ist von mir gekauft worden. Also nicht von dem anderen. Weil, ist ja klar, wenn man einen Hof hergibt, kauft man keinen neuen Bullock mehr. Der ist von mir gekauft. Ganz neu. 20 ist der sogar gekommen, also jetzt erst im Winter. Der 516er S4, wenn man sagt. Mit einer Cargo Frontlagerkonsole. Vollausstattung mit den Warntafeln und Wurmleuchten 2 und alles. Ah, die 5 Steuergeräte, Druckluft natürlich, Kugelkopf. Das Ganze. Das ist jetzt eben das, was ich gemeint habe mit Chrysler Bullock, der hat 160 PS, ist klar. Aber 4 Zylinder und der 714er, der wird glaube ich schon ein bisschen besser gehen bei der, weil ich glaube, der hat vielleicht sogar ein bisschen mehr bei 140 PS, ich weiß es auch nicht genau. Aber trotzdem, von den PS her jetzt so gesehen, ist das unser Chrysler Bullock und auch unser Neister. Dann kommen wir da gleich zu unserem Schwader, Böttinger Seitenschwader, Top 652. Der ist, finde ich auch super, dass der Seitenschwader, dass der einen Seitenschwader hat, weil ich einfach ein Fan bin von Seitenschwader. Der steht jetzt da, weil der, was er gesagt hat, in keine Halle passt. Das ist niedlich die obere A. Und da in der Halle, wir könnten probieren, ob man da oben einfahren kann, vor dem Mauerwerker. Schauen wir mal da einer. Da kommen wir zum Ornat, zu unserem Winter. Ein Vicon Fenix 604, 6 Sterne, wenn man sagt. 6 Meter hat der, langt vollkommen, weil wir heigen ja nicht alles, wenn man, also wenn es einmal ein Drucker ist, wenn wir ja nicht gleich zum Silier wenden, dann als den ersten Schritt wahrscheinlich schon, aber so, das langt vollkommen. So, dann kommen wir da zu unserem Ladewagen. Ein Glas Sprint 445k, hat 25 Kubik, so wie er da steht. Aber werden wir eh nicht so oft brauchen, weil ich vorhab alle Schnitt zum Häckseln. Aber der langt für unser Kreis. Ist halt eine Schwingenladewung, darum kann man nicht so schnell fahren, aber wie gesagt, wir dann eh alles häckseln. Dann kommt da unser Fassel, ist ein 7 Kubik Streumix. Für das haben wir ein Schleppschleich, aber die haben nicht auf unserem Sitz, die haben woanders. Aber die können wir dann jederzeit holen, wenn wir aufs 3 Gülle fahren, wenn wir es brauchen. Da haben wir noch unser Salwinden, ein Typhoon 80KN. Und ja, die brauchen wir jetzt dann eh bald, weil wir ins Holz gehen. Und ja, gehen wir mal wieder raus. Dann habt ihr eh normalerweise schon unseren letzten und dritten Block gesehen. Und zwar ein 39er CI mit einem Stahl Robust F Frontlader. Das ist eben unser kleinster Block, hat 105 PS. Mischwung mit dem vor, man kann auch schwadern mit dem, das geht alles und auch wenden. Haut mit der PS-Klasse super alles hin, aber Feldarbeiten will ich alles mit den zwei großen machen.
Vielleicht allerhöchstens, dass wir mit dem noch Gülle fahren können, das war auch noch im Rahmen. Dann schauen wir jetzt da schnell unsere zwei Hänger an. Und zwar haben wir da einmal einen Reisch-Zweiachser mit 8 Kubik Häcksler-Aufbau mit dem Gitter vorn. Kann man eben auch gut zum Häcksler mitfahren. Das ist einmal unser Hänger. Zum Traut haben wir einfach die oberste Bordwand runter. Dann kannst du Traut fahren auch damit. Und dann unser zweiten Kipper, ein wenig größer. Anreich mit hydraulischen Heckklappen aber. Und ja, der kriegt 20 Kubik, ey. Ist natürlich mit den hydraulischen Heckklappen auch super zum Häckseln zum Mitfahren. Dann da unsere ganzen Frontleier oder Werkzeuge. Fliegel-Ballenzahn. Stoll-Palettengabel. Dann da halt nochmal ein Dreieck. Ein Pressel und Lade. Gobel mit so einem Gestell, dass du auch 4 Quaderballen übereinander nehmen kannst und so lange zinken. Quaderballen, der Bauer vor uns, der hat, das sind nur die Vorräte vom Bauer vor uns, vor dem letzten Jahr, der hat bloß Rundballen gemacht. Ich glaube, ich wir, darum haben wir auch das Gestell da ohne geschweißt an die Gobel, weil der vorher war das ohne dem Gestell. Ich würde, glaube ich, Quaderballen setzen, mal schauen, wie sich das entwickelt. Und für den 500er, unseren Fendt Cargo 5x90, da ein Betongewicht mit so einem Dreigestell drauf, da eben also ein Gusseisen mit so einem Dreigestell drauf, also Gewicht haben wir bloß fürs Dreieck, vielleicht schaut man es leichter, sagt man nicht so viel. Und ja, dann da an unsere Schaufel, kriegt 1,8 Kubik so, ich glaube, ich hat so 2,40 Meter oder so Bredden. Und da unser Mistgabel und zum Foder-Afling, Zang, für Silo, aber zeige ich euch gleich. Dann haben wir da noch so Silo-Anlagen, da so ein Eck-Silo, kann man aber auch bis hier erzeugen, also an der Wand entlang und da so ein Silo. Haben aber jetzt alle leer, weil eben der Bauer da nichts mehr da hat. Dann schauen wir dahinter, da sieht man es eh, da ist der Misthaufen, ein wenig Mist haben wir schon. Und ja, da waren nur die restlichen Silageballen, also unser einziges Futter jetzt noch. Mal schauen, wie lange die lange. Aber da hinten eben unsere Silageballen. Da das ganze Zeug für die Silos zum Taudecken und alles. Das waren jetzt eigentlich schon Maschinen. Jetzt zeige ich euch von da noch schnell hinten die Siloanlagen und die Wies von da ein wenig, soweit wenn man sagt. Dann fahren wir eben im 516er, werden wir dann immer. Und wo schnell unsere Felder ab. Da die Wies geht eben dann neben die Siloanlagen bis oben zum Hof. Da ist noch so ein kleines Weiherl, da geht es auch bis hin. Das seht ihr aber jetzt dann, wenn ich vorne bei der Straße bin oder mir mal da oben hinstelle, geht eben alles da Wies. Die gehört uns. Da haben noch zwei geile Silos, weil ich finde. Zwei schöne Traunsteine. Weil man eben von oben einfahren kann. Das feiere ich echt saugeil ist das. Da war nur ein ganz freies Silo mal freier gewesen. Aber habe ich jetzt umgackert noch, weil ich war letztes Jahr schon da und habe da gerade so gesagt, dass das auch eine schöne Wiese ist. Und ja, jetzt da, ich sage, nehmen wir unser mal an 516er und schauen wir uns noch die Flächen an, dass ihr wisst, welche Flächen wir haben. Und ja, nehmen wir jetzt eben einen 516er, der hat eh noch nichts da, ist ja neu. Laufen wir schon mal um. Machen wir die jetzt auch, den können wir einklappen. Machen wir mal um auf. Hinten können wir auch aufmachen. Dann das Lenkrad her. Bremse raus. Das weiß ich auch nicht. Fahren wir mal da links. Fahren wir mal da oben auf. Dann müssen wir schnell da das Glieder aufmachen. Das Tor. Passt. So. Fahren wir mal raus.
Da ist eben gleich unser erstes Feld. Das zeige ich jetzt mal von oben, da sieht man es besser. Da eben nur die Wies. Die kleine, wie ich gesagt habe. Fahren wir mal da auf Tapsas aus. Da. Da eben das Feld, das geht hinten. Da entlang, da hinten. Da oben und dann eben da so entlang führen. Schauen wir, geht's? Ja, passt. Wenn wir eh gleich wieder da links sein. Dann ist das eben die besagte Wiese, wie ich gesagt habe. Geht eben bis da oben und bis zur Halle hier. Dann machen wir jetzt da einer, weil sonst wir haben echt alle Flächen beim Hof. Dann ist das da links gleich noch eine Wiese für uns. Und da, jetzt fahre ich da mal rein. Weil da hat man wirklich alle Wiesen im Überblick. Ist ja wegen einem wahlloser Weg, aber das geht schon. Einmal, zweimal. Da noch so ein Feld. Eben da ist ja unser Hof, die Wiese da oben, das Feld. Das Feld da entlang. Geht eben bis dahinter, wo der Strommasten ist. Und die Wiese da eben, die geht auch bis da vierte. Die Felder da oben, die zwei zeige ich euch her noch. Aber jetzt rennen wir noch schnell über das Feld. Weil da ist noch meine letzte Wiese, also die ja weitest weg ist. Die da, hopfen wir mal drüber. Die geht eben da um. Da ist so ein kleiner Streifen drin. Und geht wieder da vierer. Und jetzt zeige ich euch oben nur meine zwei Felder und eine Wiese. Und das war es eh schon von meinen ganzen Flächen. So. Einmal, zweimal. Da ist jetzt eben unsere Hofeinfahrt oder da unten, wo wir ausgefahren haben. Da stellen wir uns da her. Und zwar, das ist noch ein Feld für uns. Das da. Das geht eben von dem Feld da, wo es da von unten gesehen hat, da all, an der Wies schräg entlang und wieder da schräg am Wald rauf. Und dann, da ist eben die Weide. Das ist nur das Feld, wo ich euch da drüben gezeigt habe. Als erstes gebe eben bis zu da vierer und zu der Wies. Die Wies gehört uns auch noch, wo eben bis da geht. Da schaue ich um und da vierer. Und das ist nur unser letztes Feld. Das ist dasselbe, es geht eben parallel zum anderen Feld. Da schaue ich vierer. Unten an der Wies wieder vierer und da wieder auf an der Straße. Das war es jetzt eben zu unseren Feldern. Fahren wir mit dem Bullock nochmal zurück. Und da hier oben ist eh schon wieder der Hof weit gesagt. Da eben so schräg unser Hof einfahrt, da dann eben die Hall. Den Bullock können wir jetzt mal da herstellen. Macht man hinten noch so
und umat. Das. Und dann stellen wir ab. Machen wir die wieder zu. Passt. So, dann habt ihr jetzt einmal vom neuen Stallprojekt alles gesehen, hoffe ich mal. Vergessen habe ich nichts, jede Maschine habe ich vorgestellt und alles. Passt eigentlich. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das neue Stallprojekt. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass die Öllerbach jetzt weg ist. Es ist einfach nicht mehr gegangen. Schaut euch falls Ding das Video an, das Infovideo, da sage ich es, warum nicht geht. Und ja. Dann darf ich jetzt sagen, macht mal Schluss für das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal zur ersten Folge, wenn wir mal wieder was arbeiten. Also, Servus.